SPD-Fraktion, dem Kollegen Dr. Jens Zimmermann. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will zu Beginn erst mal feststellen, und das kann ich aus den Koalitionsverhandlungen bestätigen, mit Frau Staatsministerin Beer zusammenzuarbeiten, ist auf jeden Fall zielführender, erfreulicher als mit Ihnen, Herr Kollege. Das, da kommt man auch am Ende vielleicht zum Ziel. Aber der entscheidende Punkt, meine Damen und Herren, ist, uns ist allen klar, wir müssen in Deutschland mit Deutschland an die Spitze in Europa in den Bereichen kommen, wo wir es noch sind im Bereich der, wo wir es noch nicht sind im Bereich der Digitalisierung. Und wir müssen auch an Stellen aufholen. Das ist ganz klar. Und eins kann man definitiv feststellen, noch nie war ein Koalitionsvertrag so digital wie dieser, meine Damen und Herren. Und es sind viele Politikfelder. Natürlich ist es die Infrastruktur. Wir brauchen eine Infrastruktur, die schnell ist, die flächendeckend ist und die sicher und vertrauenswürdig ist. Und deswegen werden wir diesen Ausbau sowohl in den Städten als auch auf dem Land vorantreiben. 10 bis 12 Milliarden Euro stellen wir alleine in dieser Legislaturperiode zur Verfügung. Das ist eine Verdreifachung im Vergleich zur letzten Legislaturperiode. Und jetzt gilt es vor allem darum, dieses Geld auch wirklich unter die Erde zu bringen, weil daran ist es in der Vergangenheit immer wieder gescheitert. Aber es ist eben nicht nur die staatliche Beteiligung an dieser Stelle. Wir haben auch einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet in den Koalitionsverhandlungen vereinbart. Das ist ein ganz wichtiges Ziel. Das wollen wir bis 2025 hinterlegen. Und an dieser Stelle, da sind wir uns alle einig, da gilt es auch nichts zu beschönigen, es aber auch nicht schlechter zu machen, als es ist. Deutschland wird hier das Tempo erhöhen müssen, und das wird diese Koalition auch machen, meine Damen und Herren. Aber für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist die Digitalisierung eben nicht nur Wirtschaftspolitik, ist eben nicht nur Infrastrukturpolitik, sondern Digitalisierung ist auch Gesellschaftspolitik. Und deswegen wollen wir etwas tun für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Gründerinnen und Gründer und natürlich auch für die Familien, die dieses Thema umtreibt. Digitale Bildung ist dabei ein Schlüssel. Wir haben den Digitalpakt mit 5 Milliarden Euro hinterlegt, wo es darum geht, von der Kita über das Studium bis zur Berufsausbildung und bis zum Meisterabschluss das zu unterstützen. Und wir haben uns auch darauf geeinigt, an dieser Stelle die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern zu verbessern. Und wir gehen dieses Kooperationsverbot an dieser Stelle jetzt endlich an. Und auch das ist eine gute Vereinbarung, die wir hier getroffen haben, meine Damen und Herren. Aber, und das ist mir besonders wichtig, wir müssen eben auch schauen, was für Veränderungen in der Arbeitswelt stehen an. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen da draußen, die fragen sich, ja, was wird das mit meinem Arbeitsplatz machen? Und unser Ziel ist es, dass möglichst alle Menschen optimistisch auf die Chancen der Digitalisierung schauen können. Aber dazu müssen wir eben auch diese Digitalisierung gestalten. Wir müssen dafür sorgen, dass es einen ordentlichen Beschäftigtendatenschutz gibt. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Möglichkeiten zum Beispiel des mobilen Arbeitens am Ende auch ermöglicht werden. Es heißt sonst immer, die Politik würde die Unternehmen am flexibleren Arbeiten hindern. Ich muss schon sagen, mich hat es gewundert, dass wir uns in den Koalitionsverhandlungen am Ende nicht auf einen verbindlichen Anspruch auf mobiles Arbeiten einigen konnten. Da hieß es am Ende wieder, oje, oje, dann will dann irgendjemand, der Verkäuferin ist oder Verkäufer, mobiles Arbeiten machen. Das geht doch gar nicht. Also da müssen wir ran, damit die Bürgerinnen und Bürger auch die Chancen und auch den positiven Nutzen der Digitalisierung wirklich spüren können. Und lassen Sie mich zum Abschluss eins ganz klar sagen. Wir brauchen nicht ein Digitalministerium. Und wir haben mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem europäischen und dem internationalen Ausland gesprochen. Und die Botschaft kann an dieser Stelle doch nur lauten, wir brauchen nicht ein Digitalministerium, wir brauchen 14 Digitalisierungsministerien, wir brauchen ein digitales Finanzministerium, wir brauchen ein digitales Arbeitsministerium und wir brauchen auch ein digitales Justizministerium, weil überall dort wird die Digitalisierung dieser Gesellschaft gestaltet. Und ich freue mich auf diese Gestaltung, meine Damen und Herren. Vielen Dank.